On don nisero hetstanyo. Oya awa on de hiya don jadagu. Tone weha de nagerade. Tesajer donerot niha. Nexiate huwaya don ekero. Aze konte te jajer da oni. Nexia ohten on de gadi wastakwe. Agungwe da su awa hu anodun wetsi ni aut nesago de ogua. Zeujer da suria dizaks ne heitum. Rageneru quaque on te zini togwenyo. Nexi ohondo yoha wihtu, ya de hagone rakwe. Ginu oro jokwe templar aguegu tadinia ro darhox. Ne oho otke tsonis. Sigotke esu orion o ahigu sogontanu o got gottosi ne sa galda skarnex. Okay, ich glaube, jetzt spielen wir Connor. Oder Ratten Tenkaka, wie auch immer der heißt. Raton Tehakon. Kanata Seeton 1760. 7 Jahre später, 6 Jahre später. Ein Templer. Da sind wir. Sekwande ist da. Oni se jarta. Ja, otena gwanek. Edunagedu, te wakirichi runyana. Runajagedu na de ratiu danu yoko dunis. Hawas. Nexi dosa izi no kohonda dia hose. Okay, mami. Do you know what stage? Gariwis what geno harenu tigo yorunya zawa dakwanya suma. Gonna squaxor on a Johnny. Okay, wir sind ein kleiner Indianerjunge, wie dieser eine, der im Fernsehen immer ist. Ihr wisst schon, wen ich meine, oder? Dieser Zeichentrick-Kinder-Indianer, wie heißt der denn? Schlüssel für Truhen im Grenzland erhalten. Yakari, genau, so heißt es. Ja. Kanienkahe-Nation. Dieses Tal, das heutzutage meist Mohawk-Tal genannt wird, folgt dem Verlauf des Mohawk River zwischen den Catskill und den Adirondack Mountains. Es war ein Teil des Territoriums der Kanienkehaka, die im Englischen Mohawk genannt werden. Ach so. Das sind Mohawk. Gut, dann sage ich ab sofort Mohawk, glaube ich. Oder Kanienkehaka. Naja. Daher der Name. Das Tal ist gleichzeitig die einzige natürliche Route vom Atlantik zu den großen Seen. Das bedeutet, es war der einzige Weg, auf dem man leicht von der Küste ins Grenzgebiet und weiter hoch nach Kanada gelangen konnte. Dies machte das Tal während des Siebenjährigen Krieges und auch des Revolutionskrieges strategisch ungeheuer wichtig. Mit strategisch wichtig meine ich, dass das Tal war ein hart umkämpftes Territorium und wurde regelmäßig überfallen. Die meisten Siedlungen dort wurden während des Revolutionskrieges ausgelöscht. Der Schaden für das umliegende Farmland war so groß, dass Nahrungsmittel aus dem Süden in dieses Gebiet transportiert werden mussten. Hier bezeichnet man die Revolution auch als der Zeit der brennenden Täler. Das sagt wirklich alles. Gehen wir mal einen Schlamm spielen mit den anderen Kiddies. Wir haben einen Hund. Wo haben wir denn einen Hund? Oh, Hundi! Kanen Tokon. Mist. Geh heim, kusch, heim. Nö. Ja, wir bleiben schon hier, Alter. Wir wollen nur ein bisschen mit den Bären spielen. Gundi Gowana, Oguaho, Yaga, Gundi Nagere, Ga'a, Tony Gunas, Sinio, Ne, Okwari. Danane, Radiate, Ne, Kera, Renungwe, Lunsat Nage, Dewat Tirakawas. Wagari Huarge, Di Otstara, Ganatanyadu, Radi Nagere. Danadi, De Tadihare, Ne, Luwad. Da ist ein Fuchs. Wir sind fast da. Was wollen wir denn spielen? Fangen, verstecken oder Ringelpiez mit anfassen? Verstecken.
Easy, das ist da. Ich muss sie suchen. Fuck. Hundert. Das ist 100 gezählt. Oh Mann, das war ganz schön lange. Hinweis analysieren. Fußspuren. Fußabdruck eines Kindes gefunden. Alle Kinder finden, ohne einen Fehler zu machen. Was ist denn ein Fehler? Hier ist noch ein Hinweis. Suchgebiet eingegrenzt. Da ist noch was. Hinweis analysieren. André. Huch. Da ist noch was. Ah, da vorne war schon dieser Heuhaufen. Da, der Asthaufen, da müssen sie drin sein. Hab dich! Lass uns anschleichen. War hier ein Hinweis? Hab ich was aufblitzen sehen? Nee. Na, dann spielen wir mal noch ein bisschen Fang mit dem lieben Kleinen. Ist da vielleicht jemand drin? Da. Suchbereich schon wieder eingegrenzt. Ich versuche es einfach mal bei diesem Ding hier. Ich hoffe, es stimmt. Scheiße. Keiner drin. Das ist schon mal ein Dings verloren. Ach, hier sind sie wahrscheinlich drin jetzt. Ah, Mann. Mist. Aber das Zeitlimit werde ich packen. Ich brauche nur noch ein paar Hinweise. Hier ist auch ein Haufen. Nee, da ist keiner drin. Ach so. Der Typ sah gerade aus wie ein großer Erwachsener. Ah. Da sind sie drin. Komm raus. Nee, da auch nicht. Ich finde aber keine Hinweise hier. Ah, da ist ein Hinweis. Ach da. Interessant mit dem ganzen Indianischen, also mit der Mohawk-Sprache. Es gab ja auch mal im Zweiten Weltkrieg Verschlüsselungstechniken, aber dass die Indianersprache benutzt haben, um Sachen zu verschlüsseln. Und es konnte halt in Deutschland keiner übersetzen und in Japan, deswegen war das ganz einfach. Ja. Okay. Wenn ich ja schon wieder den kurzen hab. Der schummelt bestimmt. Asa, Gayeri, Wes, Yayak, Zada, Sategu, Jotu, Oyeri, Oski Ward, Digni Ward, Asa Ward, Gayeri Ward, Whisky Ward, Yayak Ward. Ein Versteck finden, ich nehme das da vorne. Wie das 45 Meter weit weg ist.
da. Lauf, lauf. Oder nehme ich das da hinten? Ich nehme das da. Und rein da. Ha, hier sollst du mich mal finden. Hä? Was haben wir hier? Das sind... Du kommst mir bekannt vor. Wo habe ich dich schon mal gesehen? Das war aber nicht nett. Das hätte ich nicht gemacht. Lass mich los! Oh, hört euch das an? Es kann sprechen. Klugheit. Und lebhaft dazu! Ja! Ey, Alter! Wir haben Fragen an eure Ältesten. Sag uns einfach, wo dein Dorf ist, Bursche. Dann kannst du gehen. Tu, was er verlangt, Kind. Ich brech dir den Hals, weißt du? Nur ein bisschen mehr Druck. Und knack. Schon ist dein kleines Lebenslicht verloschen. Charles, du was bist du denn für ein Arschloch geworden? Du ein Staubkorn. Du und dein ganzes Volk. Ihr lebt im Dreck wie die Tiere. Begreift nicht, wie die Welt wirklich funktioniert. Die Weisesten unter euch erkennen die Zeichen der Zeit. Sie werfen sich uns zu Füßen und winseln um Gnade. Doch du nicht, scheint es. Nein. Du klammerst dich an euer Leben. Bist zu dumm, es zu begreifen. Aber ich bin kein Unmensch. Nee. Alter, was? Ich verschone dich, damit du deinem Volk davon berichten kannst. Lass sie wissen, je früher wir bekommen, was wir wollen, desto eher könnt ihr zurück zu eurer primitiven Existenz. Ein guter Tausch, oder nicht? Wie ist dein Name? Charles Lee. Warum fragst du? Damit ich dich finden kann. Da freue ich mich drauf. Uah. The fuck? Es ist schon dunkel. Und ich bin voll dieselig. Ich muss zurück zum Dorf und da ist ein Reh. Oh Gott, hoffentlich kommt es keine Wölfe. Ah, noch ein Reh. Ah, es geht wieder. Es ist aber trotzdem noch neblig und dunkel. Ich hab Angst. Ich bin doch erst 6 Jahre alt. Mami, da haben mich böse Templer gehauen. Ja! Ah! Brennt! Feuer! Nein! Das hätten nicht ohne mich gefunden. Was sind denn das für dumme Templer? Ah, Mami! Mama! Mama! Ah! Dadurch! Hätte ich weiter durchgehen können? Mutter! Ah! Wie soll ich da reinkommen? Mutti! Wie soll ich das machen? Ich weiß nicht, wie ich reinkomme. Ah.
Hier hoch? Nein. Hier hoch? Nein. Hier. Hier durch kann ich nicht. Was soll ich tun? Ah! Hier lang vielleicht. Hier drüber über den Felsen. Nee, klappt nicht. Okay, was soll ich machen? Ach, hier drumrum. Ah! Mama! Ich bin hier! Ich helfe dir, Mutter! Nein! 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 The Sotstek. Radun Hogedun. Onoxio is otne guru totni duhage. Dodek! Oisadek. Hoga suahak. Oisesege. Noxisa de diondorak. Sino. Otini que guhage. Ja, Sadarissa, da Quatka! Mutter! Gona! Oh, Naga, Isse. Das war gar nicht Roni. Sind da wieder da, Unga? Jo, bereit sind wir, aber erst in der nächsten Folge, Leute. Bis dann, tschüss.